Herzlich willkommen bei S21bauTV. Wir blicken auf BA18, also das südlichste Stück vom Panos Trog bezüglich der Bahnsteige. Danach, also in unsere Richtung, beginnt mit BA19, beginnen die Zugangstunnel. Und hier sehen wir heute die Betonage Bahnsteig 3. Und damit auch die Fahrspuren rechts und links davon. Gleis 5 und 6. Ein Blick rüber in BA24, da wurde der Stahlträger offensichtlich jetzt rausgehoben. Und Blick von hier zeigt uns, dass die Mitte des Daches mit der Schalung belegt ist. Rechts und links braucht es noch. Da hinten am Nesenbach wird auch fleißig gearbeitet, da gehen wir auch gleich noch hin. Bahnhofsmission.
und Turmforum. Bei K3 können wir kurz mal rüberspiegeln. Da wird an der Hutze gearbeitet. Von hier fast nicht zu erkennen, aber von der Webcam bestens im Blick, K4, viele Schalungselemente sind bereits angelegt.
Nochmal ein Blick auf K3, denn da ist ein Schalelement zu sehen. Das wirkt ein bisschen merkwürdig. Und wenn wir das jetzt abgleichen mit dem Blick vom Turm, mit der Webcam, dann sehen wir, das ist gar nicht K3, das ist bereits der Restkelch von der nächsten Einheit. In Bauabschnitt 17. Zum Vergleich der Restkelch in BA 16. Restkelche sind ja die Stützeinheiten, die kein Lichtauge haben. Also es sind immer pro Reihe zwei Kelchstützen mit Lichtauge. Bei K1 und K2 sehr schön an der weißen Plane zu erkennen. Da kommt dann nochmal Glas drauf. Und einer ist dann am Rand. Ohne Lichtauge ist der Restkelch. Also an der Hinterkante ist ja jeweils die Hutze, die das so hochzieht, um die Stabilität zu gewährleisten. Und da drauf kommt dann nochmal die gleiche Höhe für Lüftungsgitter. Und auf diese Höhe legt sich dann dieses Glasdach. Ja, weil der Blick gerade so gut passt. Die arbeiten im Bereich vom Südausgang VVS Klettpassage Richtung Schlossgarten gehen weiter. Letzter Blick hier mit diesem Videoclip in den Bereich vom Düker. Und wie wir sehen, da geht es ordentlich nach unten.
Ich sehe gerade im Hintergrund, passiert was. Das sollten wir uns mal bei Gelegenheit anschauen. Ja, ich habe euch noch ein bisschen mitgenommen hier, denn diese Schalung vom Restkelch müssen wir uns doch mal genauer anschauen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao.